Mein Name ist Sven Sauerbein, ich bin Leiter Zentralbereich Logistik Services bei der Transgourmet Deutschland. Der Firmensitz des Unternehmens befindet sich im hessischen Riedstadt, das ist Nähe Darmstadt. Seit 2012 haben wir den spezifischen CO2-Ausstoß je ausgelieferter Tonne um 34% reduziert und haben damit bereits 2018 das Mittelfristziel für 2020 erreicht. Durch eine optimierte Strecken- und Logistikplanung konnten wir in den letzten Jahren eine Optimierung unserer Kilometerlaufleistung erreichen. Nichtsdestotrotz fahren wir heute immer noch 30 Millionen Kilometer pro Jahr mit unserer Flotte. In Bezug auf alternative Antriebstechnologien haben wir uns zuerst mit der Elektromobilität auseinandergesetzt, mussten aber relativ schnell feststellen, dass diese Technologie Stand heute noch nicht für uns zur Verfügung steht. Daraufhin haben wir uns auch mit weiteren alternativen Antriebstechnologien auseinandergesetzt und sind auf das Thema CNG-LNG gestoßen. Da wir im Verteilerverkehr tätig sind, war für uns das Thema CNG vordergründig die bessere Alternative und auch im Hinblick auf das Thema Reichweite und Zuverlässigkeit waren wir zufrieden. Wir begrüßen den Schritt von Rolande, das CNG-LNG-Tankstellennetz in Deutschland weiter auszubauen. Wir planen in Zukunft, weitere CNG-Nutzfahrzeuge in unsere Flotte zu integrieren, um damit unserem Ziel, das nachhaltigste Unternehmen in unserer Branche in Deutschland zu werden, einen großen Schritt näher zu kommen.